Ja, nett. Blocky Spiral Claw. Ach, hör mal auf, ey. Das klingt schon so saugefährlich einfach. Spiral Claw klingt wie Original. Mann. Guck mal, Bob ist da. Was hat er zu sagen? Bobby, was hast du jetzt schon wieder? Ah, da funktioniert wieder jetzt der Aufzug, okay. Siehst du das Loch da drüben? An der Spitze ist ein blauer Münzschalter mit genug Münzen, dir den 80 Münzstern zu bringen. Ich würde ein paar weitere Münzen auf den Weg einsammeln, denn alle blauen Münzen zu bekommen ist sehr schwer. Okay. Alle blauen Münzen einsammeln. Das klingt ja schon wieder wie Knopfzong Arena. Das klingt wirklich wie Knopfzong Arena. Ich weiß jetzt halt nicht, ob er damit meint, ob ich irgendwie jetzt zum Beispiel einfach mal runterspringe, mir schon mal ein paar Münzen schnappe, dann in den Aufzug gehe, dass ich wieder hier oben bin und dann hier rein. Aber wir probieren es erstmal so. Wenn er schon wieder Aufzug geht, ja wieder. Ich glaube, er meint die Münzen einfach nur, die da rumliegen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt will, dass du wieder runterspringst, um dann wieder alles zu sammeln. Nee, das glaube ich auch nicht. Hast recht. Ah. Das ist ja ein bisschen arg, wie es dann zu sagen, wenn du jetzt runterspringst, du kannst ja nicht mal abschätzen, wo du landen würdest. Mhm. Stimmt, ja. Das wäre fies. Aber es ist Bro, Dude. So. Oh nein. Oh nein. Aha! Ah! Oh, was hab ich gedacht? Halala! Ah, Spiral Climb, ja. Jetzt müsste ich eigentlich die Spiral Mountain. Spiral Mountain. Ich sag mal Spiral Mountain. Spiral Mountain Musik abspielen. Ja. Oh, das ist. Oh, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Was soll denn daran schwer sein? Oh. Genau das. Ich verstehe. Warum hast du es denn nicht gleich gesagt? Genau das. Oh. Nein. Nein. Tja, lade ich jetzt? Wäre ich doch gar nicht weit gekommen. Wenn ich das Senko sage? Ich bin doch gar nicht weit gekommen, oder? Eigentlich kann ich jetzt noch nicht laden. Ich hab zwar ein Safe State da gemacht, bisher war es einfach, also das, was du machen musst, um hier hinzukommen. Ja, also ich würde mal sagen, das was ich bisher gemacht habe, war ja human. Vielleicht unterschätze ich es jetzt aber auch gerade ein bisschen. Vielleicht haben einfach nur Dinge direkt geklappt, die dann nie wieder klappen. Also darfst du nicht denken. Hast du recht. Das hier zum Beispiel ist halt so eine Stelle, die eventuell ein bisschen tricky sein kann, wenn ich die Münzen holen will. Bro, du hast ja eine Feuerkugel versichern kann. Ah, die letzte hole ich jetzt nicht. Ah! Die letzte hole ich jetzt noch. Oh. Jetzt habe ich nämlich wieder Zeit. Aber wenn ich so Brodus Placement von Feuerkugeln und Hefokugeln sehe, dann habe ich das Gefühl, er mag einfach nur Gegner, die man nicht loswerden kann. Das glaube ich irgendwie auch. So, auch hier. Ich darf nicht zu viel Momentum haben. Ich muss da sehr präzise drauf landen. Und es hat geklappt. Okay. Also, rückwärts an der Story am besten, oder? Um darüber zu kommen? Nein, die Münzen zu sammeln. Die Münzen zu sammeln? Könnte ich tun. Könnte ich tun. Ich hab irgendwie Angst gerade. So. Ah, reicht nicht ganz. Schade. Beziehungsweise könnte. Nee, doch nicht. Ah, so. Ich meine, wenn du richtig riskant gehen willst, willst du auch von der Gitterwand abspringen, aber. Ja, ist nicht so. Ich meine, ich glaube, du musst nicht unbedingt alle von diesen Münzen sammeln. Safe State. Ja, jetzt mache ich ein Safe State. Also, Ikusare, es geht weiter.
Das müsste jetzt der zweite geladene sein, glaube ich. Ja, sind wir sicher. Ja. Und hey, bisher bist du nur 23 Mal runtergefallen. Ah, ja, den Dampfsprung hätte ich mir gerade sparen können. Der hat auch ein normaler Sprung gereicht. Mhm. Kostet ja alles Zeit. So. Ah, mal gucken, wie hoch es noch geht. Wie hoch kannst du kommen, kleinen Hawk LP? Genau. Oh, das ist gefährlich hier. Oh! Ja. Oh, das ist saugefährlich. Und vor allem, wenn du schon so weit gekommen bist, ist das echt fies. Mhm. Oh, das ist fies. Oh nein! Das war genau falsch. Das war genau verkehrt, was ich da gemacht habe. Jetzt. Ah. Genau, aber du kommst halt vorbei. Alter! Komm schon! Wahrscheinlich musst du gleich wieder runterspringen, weil du die ganzen blauen Blöcke ja deaktivieren musst. Weißt du, was du gar echt Angst machst? Das könnte sogar echt sein, ne? Warum hätte er sonst blaue Blöcke hingestellt? Er hätte sonst normale Blöcke neben für ihn, außer wenn er wollte, dass du sie ausschaltest. Darauf kann ich jetzt aber wirklich keine sorry, Münzen. Wow, okay, sehr gut. Ich gehe mal davon aus, ich muss gleich ausrasten, alles gut. Ja, nicht haben wir machen. Ich würde einfach sagen, die blauen Münzen, die da gleich erscheinen, die muss einfach im freien Fall einsammeln. Das könnte sein. Deswegen meint er von wegen, ja, es könnte recht schwer sein, alle zu kriegen. Mhm. Muss doch dann nur in einer geraden Linie bleiben, bestimmt. So, oh nein, da ist es. So. Man darf gespannt sein. Oh shit, here we go again. Es ist halt echt genauso, wie du gesagt hast. Wetten? So, wir sehen's, ja? Ja, genau. Ja. Wie gesagt, anders hätte dieser Turm aus blauen Blöcken auch keinen Sinn gemacht. Mhm. Squadala! Nein! Save. Ich muss es echt laden jetzt, ne? Also Brodude, das ist ein echt fieses, teuflisches Level. Wow. Ja, gut. Er hat's! Jawohl, ja! Wow. Jawohl, sehr gut! Ja! Geil, Mann! Dorsche Sterne, mein Ex, Jungs! Oh, krass. Und die andere Stelle ist auch da. Genau. Kann ich ihn aber deaktivieren? Nee. Huhu. Boah, wir haben's. Mir fällt auf, dafür gab es in diesem Level keine roten Münzen. Stimmt. Was ist da los? Er hat's gedacht, wir gehen direkt in die Vollen. Aha. Immerhin gibt es in diesem Level keinen grauen Schalter. Boah. Tja. Stell dir mal vor, ich werde da noch eine Box für den F-Zero-Rutscher und die ist genauso hart wie das Level. Das wäre witzig. So, auch noch ein paar Minuten. Ja. Ihr könnt ja die nächste Station mal angucken, wir müssen noch einen Stern holen. Genau, richtig, richtig anteasen jetzt hier. Mhm. Ah, Mist. Wie das Level aussieht, was noch schlimmer sein soll, als das, was wir gerade geschafft haben. Oh Gott. So Angst. Mit der hatte ich, glaube ich, schon mal gesprochen, oder? Waren wir schon mal drin? Dark Void. Ja, ich glaube, das haben wir schon. Warte mal. Also, das ist der Raum, in dem sie die Sterne aufbewahrt haben. Mhm.
Ja, kein Wunder, dass Bowser das gleich finden konnte, wenn alle Sterne in einem Raum gelagert werden. Tranquil Moon! Hilfe! Retitled Platforming! Ey, du hast vergessen, dass in dem Level Regenbögen waren? Wirklich? Wie kannst du denn das vergessen? Was ist da? Die schönen Regenbögen. Das war dem jetzt zu queer. Okay. This place is split up into multiple passes are blocked by these big red and blue blocks. Ja, danke. Oh, das ist alles genau blockiert. Mein Ding. Das ist genau ja, mein du Ding. Du kannst drei reguläre Sterne bekommen mit dem blauen. Ach, okay, mit einem blauen Blöcken kriegst du drei Sterne, mit dem roten Block kriegst du drei Sterne. Das ist deswegen genau haben die B Ding. Und R den Namen. Für Blue und Red. Das ist genau weißt du, mein ich sehe gerade nur von dem Aufbau des Levels von Weitem und ich muss irgendwie an Luke Miller Level denken. Oh ja, ich glaube auch, das ist so eins, das ist jetzt so ein Sphärenlevel einfach, diese verdammten Sphärenlevel von Luke Miller. Gut, dass Luke Miller keine Zeit mehr hat, um Hex zu bauen, sonst wird er hierdurch noch Ideen kriegen. Sphärenlord. Wobei, bei Klügernord wissen wir ja, er mag es ja mittlerweile doch lieber einfache Level zu bauen. Mittlerweile hat er Herz bekommen. Hm. Ja, das stimmt. Und er mag es von seinen einfachen Levels dann nochmal rüdiger Versionen zu machen, damit auch ich sie schaffe. Okay. Ja. Und dann für alle, die nicht rüdiger heißen, macht er hier Extreme Edition Levels. Genau. Soll mir das irgendwas sagen? Es soll sagen, L ist real. Ich glaube auch. L ist real. Eindeutig. Okay, also. Es gibt rote Münzen. Es gibt Käse, der rausfährt anscheinend. Eine Kanone. Eine Kanone. Da geht es anscheinend zum roten Schalter nach rechts. Und geradeaus. Schalter, roter Schalter, Käfig. Und ein Käfig. Da wird wahrscheinlich ein Stern drin sein oder so, könnte ich mir vorstellen. Also das Level hat kein bisschen die Struktur von Regenbogen Boulevard behalten. Stimmt, ich muss selber laufen. Also wir merken uns, an die letzten zwei Level konntest du dich bloß nicht gut erinnern. Er hat sie einfach verdrängt, komplett. Ihr nicht sterben, wir brauchen dich noch. Entschuldigung. Beziehungsweise er hat sich ihr TikTok-Trauma nur an die sadistischen Dinge erinnert. Ja. Oi. So. Ah, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Das dreht sich hier so ein bisschen. Alles dreht sich um uns. Hätte ich jetzt noch Project 64, würde ich jetzt F4 drücken. Das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Du kannst hier F4 drücken, mit der Alt-Taste dazu. Stimmt. So, jetzt gucken wir mal, wo erscheinen denn die... Ach ja, war ja klar. Irgendwie war es klar. Wozu sollte das sonst gut sein? Warum sind auf dieser drehenden Plattform keine Feuerkugeln? Stimmt. Und keine Geister. Das ist eine Feuerkugel! Oh nee. Oh nee. Lass mich in Ruhe! Oh Gott. Ich halte mir nicht mehr zu! Hilfe! Wieso sage ich Hilfe? Es sieht doch noch gar nicht so schlimm aus hier. Boah, das wird wenn so die Kamera wäre, dann wäre es echt nicht so schlimm. Ja, ich glaube, dieses Level wird 3 Stunden dauern. Ich werde hier sowas von meinen Sterneschnitten verlieren, einfach. Guck mal, da, wenn du dich umdrehst, ich fand eine Kleinigkeit aus Regenbogen Boulevard, das sich erinnert. Hinter ein Schiff. Dir. Oh, Schiff. Und hinter dir war noch was. Wenn ich umdrehst, einmal um 180 Grad. Die Richtung, oder?
Nein, in der Richtung von Marios Rücken. Da. Oh, oh, das rote Münzenlabyrinth. Oh, wow, das ist ja toll. Das ist ja toll. Ich würde am liebsten damit anfangen. Weil das ist das Einzige, woran ich nostalgische Erinnerungen bei Rainbow Road habe, tatsächlich. Ja. Den Rest mochte ich nicht, aber wobei, die Münzen. Wobei ich da irgendwie die blauen Münzen mit dem Bandsprung nicht mochte. Das kann ich verstehen. Ups. Oh, nee! Oh! Da muss ich mich auch noch erinnern. Das ist ein Regenbogen, wo es einige Lakitos gab. Das stimmt. Und nur einer davon hat meine Kamera gesteuert. Hm. Ha. Ha, ha. Ja, mach mal Weitsprung, während sich der Boden dreht. Sorry, das war jetzt übervorsichtig. Geht erst nicht schneller! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Wäre ich im falschen Moment da hoch, dann... Wäre ich im falschen Moment da hoch... LOL. Daran hat er sich auch erinnert. Das gab's auch im Regenbogen-Gedöns. Aber da war es nicht so eng gebaut. Ja. Wie komme ich da überhaupt drüber? Egal, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Und wenn jetzt hier ein Stern ist, dann... Komm da bitte noch ein paar Münzen auf den Weg, weil das ist bestimmt ein Weg zum Stern. Ich will jetzt nicht mit 67 Münzen den Stern holen. Aber wie komme ich denn zu den roten Münzen? Das ist so die Qual der Wahl. Das ist fürchterlich. Mhm. So, ah, zum Glück ist hier so eine Art Türrahmen. Dann ist ja alles gut. So, oh nein. Oh nein. Jetzt kommt, hier kommt bestimmt auch ein Lakito. Oder irgendwie so, oder eine Feuerkugel noch. Oh, da kommen Münzen. Meine Gebete wurden erhört. Aber es sind keine 13, also bringt mir das nichts. Noch nicht. Vielleicht kommen ja noch mehr. Wer weiß, wie hoch dieser Turm noch geht. Oh, das ist auch wieder so ein Spiral Mountain. Es ist ja immer Spiral Mountain. Spiral Mountain Ding. Es ist. Ich weiß, dass das Wort Spiral heißt, aber ich bin es gewohnt, Spiral Mountain zu sagen, weil ich das als Kind immer so gesagt habe. Ja, als Kind kannte man keine englische Aussprache. Genau. Und deswegen ist das irgendwie so bei mir hängen. Ich meine, ich weiß auch später, was Mario 64 gespielt hatten. Ich konnte damals noch nicht lesen, ich habe gerade angefangen lesen zu lernen. Und deswegen hat meine Mutter versucht, das Ganze vorzulesen. Und sie hat statt Bowser, hat sie Bowas gelesen. Bowas? Deswegen hieß aber jetzt immer Bowas. Also ich habe ja schon Bowser oder Bowser gehört, tatsächlich. aber das noch nicht, das ist cool. Ja, sie hat das Essen ein bisschen falsch gesetzt. Er hieß bei uns wieder Bowas. Bowas ist super. Eigentlich will ich nicht, aber ich will auch nicht wieder da hoch. Springen zu den roten Münzen! Das könnte ich auch machen, ne? Weil reicht der Sprung? Ich weiß nicht, ob das reicht. Das werden wir gleich wissen. Oh Gott. Mach lieber Safe State vorher. Soll ich mal Safe State machen? Meinst du, das könnte interessant sein? Ich glaube, wir sehen Weitsprung, wo wir es riskieren. Spoiler! Erstmal. Wow. Dann haben wir einen anderen Stern plus den 80 Münzen Stern. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich an keiner ganz blöden Stelle jetzt den Münzstern hole, aber was? Ach, natürlich, Feuerkugel. Ich dachte schon, das ist noch eine Münze. Ja. Ja, okay, an der Stelle gab es im Original aber auch Feuerkugeln. Daran erinnere ich mich jetzt, also ich habe so oft gespielt, aber das hatte ich jetzt vergessen. So, ein Münzstern. Sehr schön. Aber eigentlich sind wir sind jetzt, also wenn ich jetzt sage, jeder Part 20 Minuten, dann sind wir ja eigentlich schon jetzt wieder so ein bisschen drüber, ne? Wenn ich jetzt noch 5 rote Münzen hole, bin ich ja eigentlich voll arschig. Ach doch. Soll ich machen?
Das ist das Ding nicht mehr, ne? Wenn jetzt was hieß, ist egal, ein Sternenspiel ist eh kaputt. Ist eh kaputt, das stimmt. Verdammtes Tic-Tac-Trauma, ey. So. Komm schon, das ist einfach nur die Originalmission, nur mit einem Wasserfall. Also von daher. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil er hat sich, glaube ich, sogar ziemlich akkurat daran erinnert, wie die Münzen gesetzt waren. Ah. Mhm. Was erstaunlich ist. Das ist mir neu. Aber er hat nicht ernsthaft gewonnen. Guck mal, das ist mal der Bock, ob der die Kanonen aktiviert. Wow. Tatsache. Wollte ich nur mal gesagt haben. Weißt du, er hat sich an das gesamte Level nicht erinnert, aber an diesen Abschnitt perfekt. Aber wirklich. Das ist fast schon fotografisches Gedächtnis. Gut, es war kein Wasserfall hier. Ja, das muss man jetzt mal so. Aber ich kann ihn jetzt noch nicht holen. Wie ich mich kenne, falle ich jetzt wahrscheinlich irgendwie drauf oder so. Geh am besten erstmal zum Bock um, nicht, dass genau. Du es zweimal musst. Genau. Aber das ist ja. Hier, das ist ja Wandsprung erste Klasse, sag ich mal. Das muss das jeder nicht, Mario. Das ist bei weitem nicht auf E-Dragon-Niveau. Nee, das stimmt. So, hier. Aber kein blauer Schalter mehr. Schade. Ja, du hattest ja schon einen blauen Schalter. Stimmt. Oh, ja, jetzt weiß ich ganz genau, wo diese Kanone ist. Das ist gut. Das ist super, das ist perfekt. Und keinen danke. Blauen Block. Davon gibt es nicht so viele im Level. Das grenzt die Auswahl ziemlich ein, ja, das stimmt. So. Ja, dreh dich so durch. Komm, explodier noch, ja! Okay. Jawohl, ja. Coins amazed in der Matze. Sehr gut. Ja, Mensch, du, tschüss. Ciao. Ich glaube, das waren ein paar erfolgreiche Parts. Ja, ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich haben wir Tic-Tac-Trauma hinter uns. Aber schade, dass ich dann doch, glaube ich, 3 oder 4 Safe-States gebraucht habe. Das ist natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Ich hatte gedacht... Also, ich finde, es halt eher Faulheit-Safe-States, weil... Das war nur, damit du die Bereiche, die du schon geschafft hast, nicht nochmal machen musstest. Ja, gewissermaßen schon. Stimmt. Naja, aber... Naja. Ich glaube, trotzdem insgesamt war es erfolgreich. Danke, dass du dabei warst. Mhm. Du hast auch hier wieder sehr gut mitgeguckt und... Das ist immer super, wenn man hier 4 Augen hat und das ist ein Auge mehr als Ten Shin Han hat. Ja, also. Insgesamt bezieht sich die heutigen Fails auf ein Access Point Rage Kit und 25 Abstürze. Wow, hey, guter Counter. Ich glaube, da haben wir ordentlich für 25. Boah, das dürfte ja schon irgendwie fast ein Viertel von dem sein, was wir bisher hatten, oder? Wahnsinn. Oder ein Fünftel. Bisher waren wir bei 184, nach dem heutigen Part. Okay, dann doch mehr als ich dachte. Ich habe irgendwie so 120 oder so ich gedacht, aber ja. Nee, dann ist der Part, der heute hochgeladen wurde, sind 184. Ah, okay. Gut, dann hi, wir haben die 200 geknackt. Wuhu! Sehr schön. Ja, dann möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Das war sehr, sehr cool, hat viel Spaß gemacht. Kommt für den Rest des Levels noch ein Beitrag, Ass? Ja. Und zwar... Das ist schön. Ihr werdet sehen. Den kenne ich. Den kennt jeder. Das ist tatsächlich mal jemand, ich glaube, der war noch... Ich müsste jetzt weit zurück. Ich glaube, war noch nie bei mir zu Gast tatsächlich. Also, es ist nicht Conny. Es ist nicht Conny. Ja, der will ihn nur angeben. Der will ihn nur angeben. Conny lade ich hier nicht ein. Scheiße. Vielleicht ist einer seiner besten Freunde Shiny. Der ist zwar nicht auf deinem Server, aber egal. Ihr werdet es sehen. Der mysteriöse Gast kommt im nächsten Part. Na gut. Ciao. Ciao.